Hey Jungs, kommt damit Richtung Norden? Ins Akroprom, um genau zu sein. Dort werden wir ein bisschen Spaß haben, uns noch ein bisschen eindecken. Wir brauchen noch ein. Ha! Wunderschön. Ah, Schrotflinte. Nein! Zum Glück ist Friendly Fire aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hundis! Oh. Oh, scheiße. Gut geregelt. Da hilft uns sogar noch ein Stalker. Wunderschöne Sache. Nächster Halt, die Stelle, wo die Winter BC liegt, wo Clear Sky in seinen Trailer anfängt. Mein Feind. Mein Nemesis. Helikopter! Helikopter! Scheiße, scheiße, scheiße! Scheiße, ich hab euch doch gar nichts getan. Warum ist überhaupt das Militär hier hinten? Da sehe. Alter, kannst du bitte abhauen? Was macht der denn? Hat er nichts Besseres zu tun? Hat er genug Sprit? 6. Und jetzt suchen wir mal die Winter BC. Ich hoffe, wir können die finden. Der Hauptcharakter, ach Narbe oder Scar, hat die nämlich hier verloren, nachdem er von der Emission, ja, bewusstlos gemacht wurde. Die sollte hier liegen, aber ich glaube, dadurch, dass es COC ist, liegt die hier nicht mehr. Wir probieren es doch einmal. Ich glaube, die lag hier bei den Schwellen, bei den Schienen. Ja, die findet sich leider nicht mehr hier. Das Akroprom, wie man es kennt. Muss mir erstmal ein bisschen umschauen. Ah, wir sind hier hinten, wo damals in SOC die Nachtsterne waren. Bushwalker. Sehr, sehr interessant. Jetzt müssen wir nur lebend hier durchkommen, denn hier sind Militärs bis hier vorne. Und ich habe keine Idee, wie wir das anstellen. Wir könnten auch hier, warte mal, wo kam man nochmal rein? Hier unten. Ins unterirdische Labor. Akroprom Untergrund könnte man da gehen. Aber ich weiß nicht, ob man da normal reinkommt. Oh nein, der Hubschrauber. Oh nein, oh nein, oh nein, wir werden echt von denen verfolgt. Hau bloß ab, du Drecksack. Oh, ein Poltergeist. Oh Gott, jetzt kommen die ganzen Mutanten. Oh Gott. Ist das eine Anomalie oder? Ich will es gar nicht ausprobieren. Wunderschön. Der Islam gehört uns. Clear Sky, Kollegen. Wir müssen aufschließen. Wir müssen aufschließen. Ich würde ganz gerne das Lager hier ausräuchern. Oh, wunderschön. Diese Hunting Rifle ist echt genial. Die macht eine Menge Schaden. Wunderschön. Gut, wo ist denn der Fleisch? Fleisch haut ab. Das heißt, die Basis gehört uns. Scheiße. Wollen wir es probieren? Ich würde ganz gerne mal reinschießen, aber ich habe das Gefühl, das wird nichts. Ich glaube, das ist eine Anomalie. Ich bin mir aber unsicher. Aber wir haben auf jeden Fall das Rätsel gelöst, was wir damals im Fahrzeugfriedhof gesehen haben. Das war eindeutig eine Anomalie. Kein Poltergeist. Ich habe noch eine gute Idee, wo wir Feinde finden könnten. Nämlich hier im Banditentunnel, wo sich in der Regel welche aufhalten. Oder dann hinten Richtung Müllhalde. Ja, wir werden schon von irgendetwas gesehen. Warum ist der so scheiße dunkel? Hallo? Niemand hier? Und die Kiste, die ist hier. Und leider nichts für uns. Die sind abgehauen. Die gehen in den Angriff und kämpfen gegen irgendwelche Leute. Wir haben doch unsere Sniper. Komm.
Können wir doch mal ausprobieren. Ah, wir werden wirklich vom Glück verfolgt. Fima, der Unglückliche. Scheiße. Wollt ihr mich verarschen? Geht doch. Jetzt sind es noch zwei weitere Leute. Ach, hier hinten sind Stalker. Schön. Schön sind mir die in den Rücken gefallen. Hat es ja überhaupt nicht gelohnt vom Loot. Dafür, dass wir mal so viel Schuss verschossen haben. Ah, das hat sich nicht gelohnt. Ah. Hey, Squadleader, hast du was Schönes für mich? Stoneflower, das wäre eventuell ein Auftrag, der mir was bringen würde, denn diese Teleportationseigenschaften, Psi-Eigenschaften, die wir da bekommen, die sind wirklich, ja, ungebrauchbar, sag ich jetzt einfach mal. Ah, zwei Kistchen. Ah, ich habe auch eine gute Idee, wie wir an Geld kommen, denn wir werden in Yanta wieder Kohle heranscheffeln müssen. Wie wir es damals schon gemacht haben. Ich komme einfach nicht runter. So, ja, schön. Ja, in Yanta können wir Geld ranscheffeln, indem wir Artefakte und Mutantenkram verkaufen. Freut euch schon auf das stereotypische Stalker-Lager hier beim Akroprom. Ich freue mich auf jeden Fall, denn es wird sehr, sehr langweilig werden. Ich hoffe aber, dass wir... Ein Händler wäre ganz gut, aber den wird es ja nicht geben. Immerhin ist die Bar gleich um die Ecke und dort ist eigentlich der Haupt-Stalker-Händler. Erinnert ihr euch noch, als gesagt habe, Stalker-Lager? Ich sehe hier nur drei Leute. Drei Leute sind zu wenig. Ich möchte richtig viele Anführer haben, mit denen ich ein bisschen quatschen kann, wo ich mir Aufträge holen kann. Sowas wie eine Steinblume, die ich nicht finden werde. Das wäre doch mal was Schönes, wenn ich sowas nochmal bekommen würde. Los. Yes. Revenge Kill, wo ist denn der Auftrag? Das gefällt mir in der Galerie. Oh! Das erste zufällige Artefakt, ein Gravit oder Gravi, wie es genannt wird. Ein schöner Spitzname, muss ich sagen. Ich habe mir jetzt auch so meinen Plan überlegt, dass ich in den Akroprom-Untergrund gehen werde. Aufgrund der Tatsache, dass es dort ein paar Banditen gibt. Und da können wir da auch noch ein paar... Was können wir da bekämpfen? Mäuse, Ratten, Blutsauger eventuell, Militärs gibt es auch noch. Also es wird auf jeden Fall spannend. Macht euch bereit, es wird so spannend wie beim ersten Mal. Yes. Oh Gott, es wird spannend. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Warum ist sowas möglich? Hatte ich sowas nicht ausgemacht? Okay, wir gehen runter, das könnt ihr erledigen. Sieben Leute, fünf Gegner. Die kämpfen sich durch. Ja, schön. Nachladen, los, schnell. Okay, er rettet sich. Oh Gott. Der hat eine tolle Statur. Oh Gott. Zahn um Zahn. Alter, der hat einen Spaß. Wir sind reich. Wir sind reich und gut ausgerüstet.
Erschreck mich bitte nicht noch einmal so, okay? Komm mal bitte runter. Komm mal bitte runter, okay? Dankeschön. Und jetzt lass mich die Wendeltreppe hoch. Na, dann komm mal mit. Dankeschön. Wir brauchen den Loot, deshalb bin ich hier. Wir müssen erstmal das Zeug wegwerfen. Also, die Spaß. Die werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Die AKs brauchen wir nicht. Gut, also, wir haben ein paar Medikits gegen das gute Zeug hier getauscht. Noch eine Spaß. Ich glaube, ich sehe nicht mehr. Ich sehe nicht richtig. Wo ist denn? Hier unten? Ah. Haben wir den? Nee. Oh. Headshot. Uff. Willkommen im Akkuprom-Untergrund. Wir haben es geschafft. Wir haben den Loot. Wir haben den heißen Loot. Wir haben uns gerecht dafür, dass wir Bandit waren und so, ohne dass wir dafür was konnten, gestorben sind. Wir haben ja Spaß, Alter. Und das war's mit Inventarmanagement, glaube ich. Ne, unser Clear Sky-Kollege hat noch eine Menge Loot für uns. Wunderschön. Wunderschön. Und jetzt sind wir nur noch alleine. Hey, in jeder Folge stirbt einer. Und in der vierten Folge bin ich's. Weil dann niemand mehr von unserem Trupp übrig ist. Gehen wir weiter runter. Wir gehen weiter runter. Hier sollte es Strelloks Versteck mit dem Sunrise-Anzug geben. Ja! Genau. Strellok, du alter Haudegen. Gut, wir haben auf jeden Fall noch eine AK, die wir nicht mehr benötigen. Und jetzt heißt es auf in den Kampf gegen Mutanten. Und eventuell noch das Militär. Ich überlege mir mal einen Plan. Wir werden auf jeden Fall nicht bei den Controller rausgehen. Das ist ein guter Plan. Okay, komm mal hinter. Kollege, ja. Und jetzt erledigen wir den Blutsauger. Oh, schön. Oh, wir haben ihn so sehr verwundet, dass er sich den Arm hält. Genial. Oh! Yes! Wir sind der geborene Hunter. Ich wollte nicht noch nachladen. Denn diese Spaß, die werden wir noch sehr, sehr lange benötigen. Ich weiß auch gar nicht, wann wir die reparieren können und werden und wollen und sollen. Deshalb sind wir mal ein bisschen vorsichtiger. Und diese Kiste habe ich gesucht. Yes! 21 Schuss AP. Und noch so eine komische Mine, die nach 3 Sekunden oder so explodiert. Kann man eventuell gut gebrauchen, aber ich kann sie nicht einsetzen. Das sollte ich vielleicht auch mal probieren. Jetzt ist nur noch das Militär vor uns und dann sind wir ganz schön gut hier unten runtergegangen. Du, Kollege, hast eine Chaser. Ha. Dir könnte man eventuell so eine AK geben. Dann könntest du besser kämpfen. Okay. Ja. Das Militär von dort. Und die Basis ist da hinten. Aber hier könnte eventuell noch ein Blutsauer lungern. Schreck mich bitte nicht. Alter, da musst du die Kiste auch wenigstens zerstören, okay? Okay, wir halten lieber die Schrotflinte bereit. 5 Leute. Oh, yes! Yes! Wir haben die Glücksgriffe der Glücksgriffe gemacht. Komm zurück, los. Wie erledigen wir das jetzt? Bitte jagt nicht die Militärs da hinten. Und er jagt wieder die Militärs. Scheiße. Hey! Stirb endlich. Yes. Oh! Ohne Schaden zu nehmen. Was ist denn jetzt los? Okay, wir brauchen noch den sein Loot. Danach
sind wir Pacifist und greifen keine Gegner mehr an. Zurück. Zurück. Nein, zurück, habe ich gesagt. Hier gibt es noch einen fetten Kistenstapel. Ich weiß gar nicht, was er hier macht. Ich glaube, der soll den Militär hier beschützen, den Sergeant. Ja, dankeschön. Lohnt sich doch, wenn man Kollegen hat. Alter, 6 Banditen. Ich meine, Militär sind hier noch. Alter, diese verfickte Kiste kann sich ganz schön gut verstecken. Ja, war leider nichts dran. Dann auf in Strelorgs Versteck. Oh yeah, wir sind sehr, sehr gut reingekommen. So gut wie noch nie. Und da sind wir drinnen. Schön. Das weckt alte Erinnerungen. Und unser Kollege ist auch noch mitgekommen. Hallöchen. Ah, Sunrise. Sunrise. Ab jetzt geht es nur noch bergauf. Wunderschön. Was gibt's denn hier noch? Ja, es gibt noch seine AK und den Koffer und noch mehr Loot und Zeug und Beute. Jawohl. Erfolgreich im Akroprom. Unverängstigt. Das möchte ich auch noch hinzufügen. Schön. Und jetzt? Was hat es mit der auf sich? Das verwirrt mich. Wo ist denn Strelogs Schnellfeuer-AK? Alter, seht ihr das? Wir haben jetzt eine verfickte Wesse-Anzug plus noch eine niegelnagelneue AK. Alter. Alter Schwede. Ah, shit. Na, jetzt können wir nochmal schauen, ob Strelogs Schnellfeuer-AK dabei war. Nee. Das ist merkwürdig. Naja, was soll's. Das heißt, wir können jetzt... Oh, seht unsere Handschuhe. Das sind die Handschuhe eines Strelogs. Ich glaube, wir hauen hier noch ab. Das ist noch ein guter Plan. Das heißt, die ganzen Schritte tun wir jetzt nochmal rückwärts. Machen wir nochmal rückwärts. Scheiße. Hallo? Ah. Ich komme in Frieden. Ich möchte keine militärischen Dokumente stehlen. Werte Militärs. Ich möchte auch keine weiteren Blutsauger antreffen. Oh Gott, ich habe nur die Augen funkeln gesehen. Hallo? Ah! Ah! Ah. Was war das denn? Geh mal bitte... na gut, dann machen wir es so. Ah. Fick dich! Fick dich! Nein! Fick dich! Und wir sind wieder alleine. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Und somit ist alles wesentlich schlimmer. Denn wir haben nicht mehr Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben einen Bot bei uns. Wir haben Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind alleine. Und haben keinen Bullet Sponge, in Anführungszeichen. Fuck. Es war doch so schön. Mein Dreiertrupp. Großen Sumpf aufgegabelt. Akroprom. Sind dann ein Großteil der Leute gestorben. Wir werden uns übrigens verlieren, dann... Ja, haben wir eigentlich verkackt. Puff. Warte mal, wie sind wir denn reingekommen? Ach ja, hier oben, genau. Und da kamen wir, wo das Militär immer war, wo die Hütte ist. Ganz genau. Gut, dann würde ich mal sagen, tschüss Jungs, man sieht sich. Yes, wir haben endlich einen Detektor und ein Sewing Kit. Schick. Hey, Kollege. Ich weiß, was du fühlst. Ich habe auch meine Leute im Akroprom-Untergrund verloren. Und muss mich jetzt mit Wodka betrinken, damit ich diese grauenhafte und atmosphärische Zone
seelisch überlebe. Damit, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Euer Clear Sky Fima.